Gut, dann machen wir das, was am nächsten ist. Nein! Ich glaube nicht, dass so weit unten das Ding ist, was ich suche. So. Oh, hier ist ja auch so ein Teil. Mal eben gucken, wo das auf der Karte ist. Ah ja. Und Seelenglocke. Ist das hier oben? Also oben ist es nicht. Na gut, das ist das da. Hä, wo ist es hin? Oh je, hier ist das. Oh nein, das ist wieder so. Warte, ich muss erstmal die bekämpfen. Scheiß auf den Loot.
Seite. Ist das nur... Oh nein. いい天気ね。仕事も一段落したし、 買い物にでも行こうかしら。 Ich kann auch noch nicht rein, ne? Also muss ich da irgendwas machen. Oder kannst du es öffnen? Ah, sie kann es öffnen, okay. Deswegen mache ich auch erstmal die Story, bevor ich irgendwie was untersuche, weil hinterher will ich dann irgendwo in ein Gebiet rein, wo ich noch nicht rein kann. Nicht weinen, brauchst du unsere Hilfe? Wir haben uns verlaufen, wenn wir uns nun nur zusammen zurückkehren könnten. Sind diese Dinge eigentlich auch eingezeichnet? Nee. Als Nebenmission auch nicht. Doch, hier ist was. Seht, der Moment des Schicksals ist gekommen. Dies ist nur eine gewöhnliche Vorrichtungstür. Ich meine, wir können einen Zugang zu der Ruine erhalten, solange wir diese Tür öffnen. Mein Herz rast bei dem Gedanken, zum ersten Mal einen Fuß auf eine Ruine der Dari setzen zu können. Ha, du klangst geradezu so zuversichtlich, dass Paimon dachte, du hättest bereits viele dieser Ruinen erkundet. Ha, ich habe zwar keine ihrer Ruinen persönlich erkundet, mit dem Buch Renes Untersuchungsnotizen, das von einem großen antiken Gelehrten geschrieben wurde, fühlt es sich an, als wäre ich dort gewesen. Habt ihr noch nie davon gehört?
Ich dachte nur, Leute wie ich, die in der fernen Wüste abgesondert sind, haben noch nie von einem so brillanten Gelehrten gehört. Dieses Buch enthält viele von den Dari hinterlassenen Aufzeichnungen. In dieser Ruine, so der Autor, entdeckte er einst ein Wissen jenseits der Verständnisse der Sterblichen. Klingt jetzt noch unzuverlässiger. Dies legen wir erstmal beiseite. Mit diesen Notizen sollten wir also in der Lage sein, zu diesen Dari-Ruinen zu gelangen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lasst uns es mal versuchen. Wenn wir zum Beispiel diese Vorrichtung aktivieren möchten, oh, ich hab's gefunden. Dreht die Zahnräder, bis drei Arten von Runen angezeigt werden. Verbindet das Dreieck mit dem mit das Rechteck mit dem Dreieck unten, ohne dabei das Dreieck unten zu verändern. Versucht es mal gemäß meinen Anweisungen und es sollte funktionieren. Warte mal, was? Bis drei Arten von Runen angezeigt werden. Rechteck mit Dreieck verbinden, ohne das Dreieck unten zu verändern. Oh. Runenvorrichtung. Drehe die Vorrichtung, um die darauf gekennzeichneten Runen zu ändern. Wenn die richtige Rune angezeigt werden, wird die Vorrichtung entsperrt. Oh. Ach, dreht die Zahnräder, bis drei Arten von Runen angezeigt werden. Ah ja. Jetzt habe ich verstanden. Sieht so aus, als hätten wir endlich das Zentrum dieser Ruine erreicht. Nun, als derjenige von uns, der viel über die Dari-Ruine geforscht hat, erlaubt mir, euch ein wenig darüber zu erzählen. Ich glaube, wir kennen uns mit den Dari-Ruinen doch super aus. Das sind doch immer diese Maschinen gewesen. Notizen zufolge war dies einst ein Testgelände, auf dem die Dari Forschung und Experimente durchführten. Die Hymne des Quarena, nach der wir suchen, befindet sich im tiefsten Teil dieses Testgeländes. Aber um dorthin zu gelangen, müssen wir zuerst. Ja, genau. Ach du Scheiße, was? Ha! Gerade hast du doch gesagt, dass du viel über die Dari-Ruinen geforscht hast. Und jetzt blätterst du wieder in deinem Handbuch? Naja, die Struktur dieser Ruinen ist nämlich zu kompliziert. Ich glaube nicht, dass irgendjemand die Mechanik hinter den mysteriösen Apparaten, die von den Dari gebaut wurden, ohne Anweisung vollständig verstehen kann. Mal sehen. Ah, ich verstehe. Sieht so aus, als wären wir gerade im Kontrollzentrum des gesamten Testgeländes. Also, wie gesagt, es ist wie die Maschinerie von diesen Kolossen wahrscheinlich. Wenn wir dorthin gelangen wollen, wo sich die Hymne des Quarena befindet, müssen wir zuerst das Kontrollsystem der gesamten Ruine aktivieren. Dazu müssen wir zuerst herausfinden, wie wir es mit Energien versorgen. Obwohl die Dari angeblich in der Lage sein sollen, die Kraft der Unreinheit zu nutzen, um Vorrichtungen und Monster anzutreiben, scheint diese Ruine nicht mit Unreinheiten als Energie versorgt zu sein.
Stattdessen sollte sie von einer Energieform namens Azosit angetrieben werden. Die sind Energieblöcke, die aus rein Elementarenergien extrahiert werden. Das heißt, dass wir in der Lage sein werden, die Kerne mit Energie zu versorgen, indem wir einen Energieblock dieser Art finden. Auf diese Weise werden sich andere Fragen auch in Luft auflösen. Klingt wirklich lästig. Mir wäre es lieber, wenn wir das durch Kämpfen lösen können. Oh, du scheinst voller Tatkraft zu sein. Wie zu erwarten von einem Jasnapati unserer verehrten Gesandten. In diesem Fall überlasse ich euch die Suche nach dem Energieblock. Hier ist ein Schema des Aufbaus dieses Testgeländes. Es wird euch von Nutzen sein. In der Zwischenzeit habe ich einige andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Also, warte ich hier auf eure Rückkehr mit der verehrten Gesandten bei euch, bin ich sicher, dass sich das blitzschnell erledigen lässt. Wenn ihr auf Probleme stoßt, seht euch dieses Schema einfach etwas genauer an. Ich muss, glaube ich, irgendwo so eine Energiedings suchen. Türen muss ich doch mit Energie versorgen, oder nicht? Ich komme nämlich nirgendwo rein. Es gibt aber keine Tür, die offen ist. Ich komme in keine Tür rein. Mach auf das Scheißding! Das ist eine Anweisung auf das Schema! Das Schema ist scheiße! Das bringt mir nämlich nichts, wenn alle Türen zu sind! Ah, da scheint's reinzugehen. Einzige, was wahrscheinlich offen ist, ja. Nun gut, weiter geht's. Ich um meine Orientierung, ne? Die sammeln wir mal, die brauchen wir wahrscheinlich für jemanden.瞬く間に、ふっ！
悪くない。行くぞ。とても大変。
Wie es in den Notizen steht, ihr seid so schnell zurück, aber eurem Gesicht nach zu urteilen, scheint ihr den nötigen Energieblock gefunden zu haben, oder? Diese Energiekerne habe ich bereits überprüft. Sie sind sehr gut erhalten. Jetzt muss nur noch der Energieblock hineingeladen werden. Dann zähle ich auf euch. Okay. Die Energiekerne sind gefüllt. Jetzt sollten wir in der Lage sein, das gesamte Kontrollsystem zu aktivieren. Hä? Das war aber ganz anders als erwartet. Stimmt irgendwas nicht? Sieht aber aus, als müssten wir uns zum Kontrollzentrum gehen, wo die Energierelays sind. Es liegt gerade auf dem Weg zum Testgelände. Ah, das Kontrollzentrum ist in der Richtung, aus der ihr zwei zuvor gekommen seid. Lasst uns aufbrechen. So, gehen wir mal tiefer rein. Das Problem liegt also tatsächlich bei diesen Relays. Von den Kernen übertragende Energie erreicht sie nicht. Es ist notwendig, einen Weg zu finden, sie anzuschließen. Und diese Relays sind alle in Kristalle versiegelt. Sie sind nicht von der Energie der Unreinheit angetrieben. Also hätten sie die Aufmerksamkeit der Quarena überhaupt nicht erregen sollen. Die einzige Erklärung dafür muss sein, dass dies absichtlich von jemandem versiegelt wurde, der Quarena kontrollieren kann. Aber warum denn? Was versucht er zu verbergen? Nun, darüber können wir später diskutieren. Schließlich geht es hier jetzt vorrangig darum, die Kraft der Quarena zu nutzen, um die Graukristalle zu entfernen, die diese Vorrichtung versiegeln. In der Nähe sollte es Farwig geben, die die Kraft der Quarena enthalten. Verehrte Gesandte der Quarena, du solltest sie gespürt haben, nicht wahr? Natürlich, zweifelst du an meiner Kraft als eine Tapfere? Oh nein, das würde ich nie wagen. Meine verehrte Gesandte, ich bitte dich aufrichtig, uns den Weg zu weisen. Wir müssten nur die Farwig finden, die Graukristalle entfernen und dann den Mixer erneut laufen lassen, um diese Relays zu verbinden. Learning by doing. Was ist denn für Zeichen? Komme ich nicht rein.
Ach nee, sie kann das nicht aufsammeln. Meine verehrte Seele, zeig mir, wo es lang geht. Seele sind immer gute Wegweiser, finde ich. Das war eine einfache Tour. Mal sehen, wie wir das aufkriegen. Wird dann wohl diese sein? Aber das macht nur das auf. Muss noch den anderen holen, sonst. So, zeig mir den Weg, Delia. Selien sind sehr praktisch.
補給はとても大切なことです。Warte mal. Jetzt klemm dich wieder hoch. Ist das vielleicht offen jetzt? Ich hab ja was gehört, aber nichts gesehen. Mich da eigentlich ran. Ich guck mich mal um. Nicht in diesem Raum. Verstehe ich nicht. Mal sehen. Verehrter Gesandter, verehrter Jasnapati, ich fürchte, ich kann euch nur bis hierher begleiten. Laut Aufzeichnung ist der folgende Weg voller Gefahren, die gewöhnliche Sterbliche nicht ertragen können. Hier geht es direkt zum Testgelände, das die Dari einst benutzten, um die Leistung ihrer Vorrichtung zu testen. Im Inneren sollte es sogar einen unvollständigen Prototypen einer Riesenvorrichtung geben. Meine Notizen weisen darauf hin, dass dieser Ort einst zu einer Befestigung gegen Monsterangriffe umgebaut wurde. Obwohl er in dieser Hinsicht keine allzu große Funktion erfüllte. Seltsam, nicht wahr? Es waren die Dari, die die große Katastrophe der Unreinheit verursachten, aber sie bauten auch diese Vorrichtung, um Monster abzuwehren. Aber jetzt, da wir das gesamte Kontrollsystem der Ruine aktiviert haben, müssen die Abwehrvorrichtungen innerhalb des Testgeländes aktiviert worden sein. Um die Hymne des Quarena, nach der wir suchen, sollte in dieser Riesenmaschine versteckt sein. Obwohl die lauernde Gefahren Sterbliche wie mich zurückschrecken,
bin ich sicher, dass diese Aufgabe für euch nur ein Klacks ist. Bitte gestattet mir, hier zu bleiben und auf eure Rückkehr zu warten. Ich vertraue darauf, dass ihr alle Hymnen des Quarena gesammeln könnt. Na schnell, du bist schließlich nur ein gewöhnlicher Mensch. Einen solchen Antrag halte ich für vernünftig. Danke für deine gnädige Erlaubnis. Ach, dieser feige Nase Juna. Im letzten Moment hat er sich wieder davongeschlichen. Trotzdem ist Paimon jetzt viel erleichterter, da ihr beide eine Weile nicht zusammen sein werdet. Komme ich denn da hoch? Oh, aus dem Boden taucht eine seltsame Kanone auf. Heißt das, dass wir damit auf die Riesenmaschine da drüben schießen sollen? Wirklich ein durchdachtes Design. Ha, du hast wirklich eine wilde Fantasie, weißes Schweberchen. Hat der Nasurai ja nicht gerade gesagt, dass dieser Ort umgebaut wurde und zuvor eine Leistungstestgelände für die Vorrichtung war? Offensichtlich war der Apparat, den wir gerade freigeschaltet haben, dazu gedacht, dieses Testgelände zu aktivieren. Obwohl ein Umbau durchgeführt wurde, scheint die ursprüngliche Vorrichtung nicht entfernt worden zu sein. Was die Sache für uns ein wenig einfacher machen sollte. Nun, mein Jasnapati, ich vertraue dir den Betrieb dieser Kanone an. Hilfe! Verstehe.
Learning by doing. Na komm schon. Nein. Hey, das war nicht so... とても大切なことです。
Ja, toll. Wie zu erwarten von der verehrten Gesandten und ihrem Jasmar Party. Nichts kann euch im Weg stehen. Weder Vorrichtungen der Dari noch Monster von Death. Hä? Nasejuna, wann bist du reingekommen? Ich habe euren Heldenmut schon eine Weile draußen bewundert. Da ihr die Hymne des Quarena erhalten habt, muss ich natürlich zu euch eilen. Danke für eure Bemühungen. Jetzt, da ich dabei bin, könnt ihr mir die Aufbewahrung der Hymne der Quarena anvertrauen. Wie soll ich es ausdrücken? Könnt ihr mir das Gefühl geben, ein Teil unserer großen Unterfangens zu sein? Was? Aber du hast doch nicht allzu viel getan, Nasejuna. Sovan hat auch gesagt, dass wir die Hymne des Quarena niemanden leichtfertig anvertrauen sollten. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass wir den trauen können. Naja, das stimmt so nicht. Über die Hymne des Quarena habe ich viel recherchiert. Gebt sie mir, damit ich zuerst etwas recherchieren kann, was die Dinge später einfacher macht. Zum Beispiel kann ich untersuchen, warum diese Hymne des Quarena unter der Ruine versteckt sind. Es ist nicht die Zeit zum Geschichten erzählen, Nasuraya. Das nächste wäre hier.